Gummo. Kevin? Wir fangen jetzt meinen Vlog an. Boah, du bist wach gemacht, du bist. Lena, wie geht es? Alles gut bei dir? Alles gut. Leute, gestern ist viel passiert. Nimm das. Es ist Tag 3 von Karneval, es ist schon viel passiert, die Tage. Jonah, film mein Twitter auf eurer Kamera. Ich lieg einfach so, weil ich es nicht habe am ersten Tag meinen Ausweis verloren. Der wurde gestern Abend wiedergefunden. Danke an Anna an dieser Stelle. Ich kenne dich nicht, aber anscheinend bist du sehr, sehr nett. Anna. Ich habe die auch elegant eingespeichert als Anna-Ausweis. Tagesplanung jetzt hier so. Das Tagesplanung? Wie geht's dir? Ja, ich filme heute so ein bisschen aus der Ego-Perspektive, begleite euch. Heute ist ein kleiner Katertag. Also ich muss sagen, ich habe 2 Stunden gepennt. Und ihr so? Auch, ne? Ich habe sehr auf dieser Matratze sehr beschissen geschlafen. Du bist noch nicht ready? Okay. Kannst du mich massieren? Ich habe einen Schmerzen. Machen wir später, Hasi. Machen wir unter der Dusche gleich. Nice. Pass auf, der Plan ist jetzt, wir gehen jetzt gleich brunchen. Später gehen wir zu Moritz, der bestellt die größte Pizza der Welt. Und ich glaube, das ist ganz geil. Da können 120. Ganz kurz. Ja. Ich habe ein Problem. Warum? Ich habe nur ein T-Shirt dabei. Gleich zurück. Wir sind gerade mitten in dem Dreh. Bisschen mehr Professionalität hier, okay? Feierbar. So, alles klar. Ich gucke jetzt mal nach den anderen Schlawinern. Wir sehen uns später. Baby, ja, mein Baby, du weißt, wie es läuft. Bist bald eine Nummer 1. Wo warst du denn? Was denn, Bro? Okay, das war richtig unlustig. Das ist die von meiner Mama, die hat sie in Italien gekauft. Echt? Ja. Es ist sehr stürmisch momentan. Siehst du auch aussehen, das ist die Rede. Es ist sehr, sehr stürmisch. Anscheinend wurde sogar der Umzug abgesagt. Aber es ist ja erst Sonntag. Wäre heute Umzug gewesen, weißt du das? Was? Leute, da vorne ist meine alte Wohnung, ich vermisse es hier. Da. Das ist Mama. Wir besorgen jetzt hier gerade Brötchen. Mit Bier meine ich die Mädels. Ja. Ich mache nämlich gar nicht. Richtig. Ich esse gleich nur mit John. Diese Leute, die nichts machen und einfach nur da sind, das bin ich. Wie oft haben wir uns gestern geküsst, John? Zu oft. 5 Mal. Zu oft. Haben wir gestern noch im Bett gekuschelt und uns noch geküsst? Safe. Du bist auch hier raufgesprungen. Kann kurz die Story mal einblenden. Hallo Instagram, ihr seht ihn vielleicht nicht, aber da liegt vorne Jonah. Es ist halb sieben. Ich habe Jonah wach gemacht und ich möchte mit Jonah kuscheln. Jonah, komm. Bam. Hier kommt die Einblendung. Hier kommt die Einblendung. Ich kam jetzt 3 Mal, glaube ich. Bargeld. Bargeld? Kevin, du hast Bargeld. Da reißt der Rudolf alles bezahlen. Kannst du mal so in grauer, trauriger Szene einblenden, wo ich gesagt habe, kennt ihr den, der nie was macht und nichts bezahlen muss? Ja. Kannst du dann einblenden, nichts bezahlen muss? Ja. Diese Leute, die nichts machen und einfach nur da sind, muss man nicht. Ich mach deinen Regen rein, ja. Das ist traurige Klaviermusik. Kein Problem. Sing nochmal kurz, dann blende ich das ein, wie du das singst. Also, wir haben jetzt nochmal. Ich kann's nicht. Okay, schade. Wir kommen nicht, wir filmen müssen jetzt. Das ist komplett windig. Aber über 18. Ey, Leute, Jägermeisterin. Weil es ein Karnevalsvideo ist, lasse ich es einfach mal drin. Okay, ich habe alles ganz traurige Musik am drauf. Ja, ich mach ganz viel traurige Musik. Denn. Kevin! Sollen wir ganz kurz diesen Blick genießen? Lena, geh weg. Kennen wir euch? Wir kennen ihn, glaube ich. Jan ist süß. Sind wir drin? Wie? Wer lässt da einfach so eine Tüte stehen? Naja, irgendwer wird sich richtig freuen, glaube ich, hoffe ich darüber. Ach, geil. Mega. Hammer. Kevin, was sagst du? Nein, mega schön, ehrlich. Ich fühle mich wie an Weihnachten. So. Mit meiner Familie. Geil. Dankeschön. Hast du schon ein Schwärzes da gegeben, ne? Später gibt's auch Pizza, Leute. Ess nicht so viel. Das ist ein bisschen dann irgendwie so. Pazifistisch auf neumodisch ist, ne? Ja, aber ich glaube auch schon, dass da. Aber damals. Ich habe gerade gesagt, dass ich noch nie in meinem Leben brunchen war und ich habe endlich Freunde. Jetzt weiß ich nicht, das freut sich. Okay, tschüss Mädels, jetzt gibt's Pizza. Jo Leute, ich bin's, ich bring das heute meine Gaming-Party gerade genießen. Ich kann dich einfach nicht ernst nehmen, Kevin. Ich kann dich einfach nicht ernst nehmen. Ready? So, tschüssi. Die Kordeln, das sind diese Kordeln, die. Ja, du hast sie eingeschissen, ich weiß. So, es gibt jetzt eine menschengroße Pizza, habt ihr Bock? Aber es ist eine Menschenpizza mit Menschenfleisch. Guckt euch diesen Sturm an, deswegen wurde der Karneval abgesagt heute. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Moritz in die Halle. Wir waren erst bei seiner Wohnung, das war falsch. Irgendwie ein Fehler in der Kommunikation, ich weiß auch nicht, wer daran schuld ist. Jonah, fick dich. Ja, wir fahren da jetzt hin. Ist ja auch eigentlich logisch, weil wie soll so eine menschengroße Pizza durch seinen Kacktreppenhaus passen? Jonah, kannst du bitte hier Manspreading bitte auf Kamera festhalten für die Nachricht? Ja, bitte. Das was? Das Manspreading. Manspreading? Achso, ja, das ist. Was ist das? Das kommt nicht rein. Das gucken wir nochmal. Das ist nicht family friendly. Fake. Nehmt das nicht ernst. Okay, das ist ein Karnevalsvlog. Junge, Digga, bist du noch rein? Was geht ab? Und es wird lange nicht gesehen. Yo. What the fuck? Was ist die drin? Wir haben eine Pizza in den Wagen geschoben. Die ist einfach riesig, Mann. Pass auf, wir machen noch eine kleine Challenge, okay? Der, der die meisten Stücke schafft, kriegt am Ende 100 Euro, okay?
Das heißt, ja, meistens schon geschafft. 100 Euro Cash in die Tasche. Der perfekte nach dem Feierntag, glaube ich. Was Besseres gibt's gar nicht. Was hat die gekostet? Willst du sagen? Hat einfach fucking 400 Euro gekostet. Halt die Fresse. Nee, schätz mal. Was sagst du? 350. Was sagst du, was hat die? 1000. 400 Euro. Geht aber, Digga. Du wieder völlig drüber. Wie soll ich das denn in meine Wohnung bekommen, Digga? Ja, ist mir auch aufgefallen. 5 Kilo Käse. Was? 5 Kilo Käse. Was sagst du dazu mit Laktoseintoleranz? Nein, nicht wirklich. Alles Weitere seht ihr dann nächste Woche bei Moritz auf dem Kanal. Wichtig, schaut das Video da weiter. Wir ziehen jetzt weiter. Hier ist kurz übel. Ich mal kurz. Dann sollen wir uns filmen, wir uns verabschieden. Ah. Das ist im Hintergrund. Oh, meine Balls. Egal. So. Johannes ist dabei, Keanu ist dabei, Tim ist dabei, Laura ist dabei. Und Isabel. Warte, wo ist Isabel? Da. Und wir gehen zum Kiosk, holen uns noch ein Bierchen und dann. Will auch jemand Burger King? Ich finde, Moritz hat so heute so ein bisschen den Chia-Vibe irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich habe mal ganz kurz mit diesen Größenunterschied an. Es ist zu laut, oder? Oha, die übertreiben konnte. Ja, irgendwas mit zu lauter Musik auf jeden Fall. Ich hab gehört, wir machen Laufstand.